Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gelandet seid. Heute erzähle ich euch alles rund um das Thema Studieren an einer Hochschule für Musik. Viel Spaß! Ihr denkt jetzt vielleicht aktuell drüber nach, dass ihr an eine Hochschule für Musik möchtet, wollt und dort in dem Fall 4 Jahre lang Jazzgesang oder Jazz-Rock-Pop-Gesang, heißt es auch ganz oft, an den Hochschulen für Musik studieren wollt. Erstmal, das ist mega, 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 dass ihr da überhaupt drüber nachdenkt, Hochschule zu machen, wirklich Musik zu studieren. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und vorab, es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt die Berufsfachschule für Musik. Da könnt ihr studieren, ihr könnt aber auch verschiedene Lehrgänge an Akademien buchen und dann dort Zertifikate bekommen. Aber nee, heute geht es wirklich in meinem Video um das klassische Studium an einer Musikhochschule. Ich habe selbst Jazz, Rock, Pop oder Jazz Vocals an der Hochschule für Musik in Nürnberg studiert und dort dann nach 4 Jahren meinen Bachelor of Arts, in dem Fall im Bereich Jazzgesang, bekommen. Und vielleicht kann ich euch deshalb die Entscheidung ein bisschen leichter machen, ob für euch ein Hochschulstudium wirklich das Richtige ist, ob ihr wirklich Gesang studieren möchtet. Und deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Ja, soll ich das wirklich machen? Die Frage habe ich mir ganz, 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 ganz oft gestellt. Ich habe ja ständig Zweifel gehabt, ob ich überhaupt gut genug bin für so ein Hauptfachstudium. Und dann kam natürlich auch immer wieder die Frage auf, kann man davon leben? Ist es sinnvoll, Musik zu studieren? Ja, heißt es für später gut? Gibt mir das Sicherheit? Und deswegen bin ich dann auch erstmal den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte Lehramt machen, Musik und Englisch. Da war das Thema Sicherheit dann einfach ja, groß bei mir. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, habe dann auch in Weimar, in Berlin und in Dresden Aufnahmeprüfungen gemacht und bin dann auch genommen worden an der UdK in Berlin und in Dresden. Ja, und ihr fragt euch jetzt, wie kam es dann jetzt zum Hauptfachstudium? Deshalb, weil ich, bevor ich überhaupt jegliche Aufnahmeprüfungen gemacht habe an den Hochschulen, habe ich Unterricht genommen bei den jeweiligen Dozenten, die dort an den Hochschulen tätig sind. Und da war auch Fola Dada, übrigens eine ganz, 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 ganz tolle Dozentin in Stuttgart und in Nürnberg. Und ja, sie hat mich dann im Unterricht gefragt, hey, warum versuchst du es nicht mal? Mach doch Hauptfach. Du bringst alles mit. Ja, du brauchst keine Zweifel haben, dass du das nicht schaffen kannst. Und daraufhin habe ich in Stuttgart und in Nürnberg dann wirklich mitgemacht und ja, bin in Nürnberg genommen worden. Und 2013 hat dann mein Studium dort angefangen. Und um dann auch noch die Zweifel zu beseitigen, ob das überhaupt handfest ist und ich später irgendwie was habe, was Sicheres, habe ich dann dort auch künstlerisch-pädagogisch studiert. Also heißt, ich habe zertifiziert, dass ich auch in der Lage bin zu unterrichten. Ja, die Aufnahmeprüfung. Bevor ihr nämlich überhaupt mal an so ein Hochschulstudium rankommt und da genommen werdet, müsst ihr die Aufnahmeprüfung für die jeweilige Hochschule bestehen. Und dies auf jeden Fall nicht ohne. Die erfordert viel, viel Vorbereitung und ich selbst habe mich da ein Jahr lang wirklich intensiv darauf vorbereitet, um die Prüfung zu schaffen. Ein Jahr ist vielleicht ja für den einen oder anderen lange, aber ich bin ja auch nicht den Weg der Berufsfachschule gegangen. Also viele machen ja zur Erklärung nochmal für euch die Berufsfachschule vorab. Das sind 2 bis 3 Jahre, eine vorbereitende Schule, um dann auf die Hochschule für Musik zu gehen und dann dort nochmal zu studieren. Den Weg bin ich nicht gegangen und gerade deswegen war es mir total wichtig, dass ich mich echt super, super vorbereite auf diese Aufnahmeprüfung und auf all die Themen, die dort dann auf mich zukommen. Und nochmal, hier geht es ja jetzt um Rock-Pop-Jazz-Gesang
Und genau in diesem Bereich möchte ich euch jetzt die Themen sagen, die auf euch zukommen bei einer Aufnahmeprüfung, mit was ihr auf jeden Fall rechnen könnt. Natürlich ist es individuell auch immer ein bisschen anders von Hochschule zu Hochschule. Erkundigt euch da natürlich auf den Webseiten, was verlangt wird. Da gibt es auch übrigens immer Mustertests auf den Webseiten oder meistens zumindest. Genau, also schaut euch da wirklich genau an, was verlangt wird von euch. Und hier kommen jetzt ein paar mögliche Themenbereiche für die Aufnahmeprüfung. Die allgemeine Musiklehre heißt Gehörbildung und Harmonielehre für eine schriftliche Prüfung in dem Fall. Dann habt ihr natürlich euer Pflichtfach auch noch. Also wenn ihr Hauptfach Jazz, Rock, Pop, Gesang studieren wollt, ist das Pflichtfach zu 99%, glaube ich, an allen Hochschulen Klavier. Und natürlich euer Hauptfach Gesang. Und ich habe euch jetzt hier mal ein Musterbeispiel mitgebracht von einer Hochschule für Musik im Thema Jazztheorie und auch Gehörbildung. Das können solche Aufgaben sein wie hier. Transponieren Sie die folgende Melodie und Akkordsymbole in die angegebene Tonart. In diesem Fall diese vorhandene Melodie nach G-Dur transponieren. In Akkordschrift natürlich und auch in der Melodie. Dann haben wir weiter die Tonleitern benennen. Kirchentonarten, da steht eine Tonleiter und ihr müsst hinschreiben, was ist das jetzt? Phrygisch, ist das mixolydisch, ist das harmonisch Moll etc. Oder auch zum Schluss könnte noch sowas vorkommen wie, benennen Sie die folgenden Intervalle. Hier seht ihr dann die Intervallabstände zwischen den Noten und ihr müsst eben benennen, was ist das für ein Intervall. Das Thema Gehörbildung ist so, dass ein Dozent zum Beispiel am Klavier sitzt und euch verschiedene Akkorde oder auch Tonleitern oder eine Rhythmik auch vorspielt und ihr müsst das Ganze dann aufschreiben. Kann folgendermaßen aussehen, der Dozent spielt euch einen Des-Moll-7-Akkord und ihr müsst benennen, dass das eben ein Moll-7-Akkord ist. In puncto Rhythmik wird dann auch einfach was vorgeklatscht und ihr müsst diese Rhythmik 1:1 hinschreiben. Oder auch noch das Thema natürlich Intervalle auch benennen und hören. Also er spielt euch zum Beispiel eine große Sechste vor und ihr schreibt dann eben hin, dass ihr eine große Sechste gehört habt. Ich habe euch auch noch in den Beschreibungen unten im Video ein paar Mustertests von verschiedenen Hochschulen angehängt, dass ihr da gleich drauf zugreifen könnt und somit schon mal eine erste Ahnung habt, was da alles von euch abverlangt wird. Euer Pflichtfach Jazz-Piano, Jazz-Rock-Pop-Piano kann folgendermaßen aussehen. Ihr müsst 2-5-1-Kadenzen abrufbar haben in allen Tonarten. Also der Dozent sagt zu euch, hey, spiel mal eine 2-5-1-Kadenz in Astur zum Beispiel. Dann kann auch noch sein, dass ihr einen vorbereiteten Jazz-Standard mitgenommen haben müsst. Also heißt, zum Beispiel, ich hatte damals Mac the Knife, konnte ich rechts die Melodie spielen, links mit einfachen Voicings begleiten. Sowas kann auch vorkommen. Vielleicht sogar auch Blattspiel, das war jetzt in meinem Fall zum Glück nicht der Fall. Aber es kann natürlich auch sein, dass die euch einen einfachen Jazz-Standard vorlegen, ein einfaches Popstück vorlegen und ihr sollt dann in einfachen Voicings das Ganze begleiten. Und dann kann euch noch passieren, dass ihr Tonleitern spielen müsst. Natürlich nur Dur-Moll. Ja, was heißt natürlich? In meinem Fall zumindest war es so, dass ich keine Kirchentonleitern können musste. Aber ich konnte eben in allen 12 Tonarten, Dur und Moll, konnte ich alle Tonleitern abrufen. Das heißt, der Dozent hat mich dann gefragt, hey, spiel doch mal für mich die D-Moll-Tonleiter auf und abwärts zum Beispiel. Genau. Und natürlich euer Hauptfach, ganz, ganz wichtig und wirklich das, das essentielle Thema in eurer Aufnahmeprüfung. Ihr solltet euch darauf einstellen, dass ihr 3 bis 4 Songs vorbereitet haben müsst in der verschiedenen Stilistik. Heißt einmal zum Beispiel Bossa Nova, einmal Swing und dann ein Popstück und eine Ballade zum Beispiel.
Manche Hochschulen wollen dann auch noch, dass ihr einen Sket vorbereitet habt oder einen improvisierten Sket in euren vorbereiteten Songs abrufen könnt. Das war dann bei mir auch der Fall. Ich habe dann bei meinem Swing, bei meiner Swing-Nummer, habe ich dann auch einen kleinen Sket noch eingebaut, mir den vorher zurechtgelegt. Das ist auf jeden Fall in Ordnung und natürlich möglich. Ihr müsst da jetzt noch nicht wie eine Irre improvisieren können. Es ist einfach wichtig, dass ihr mit dieser Band, die ihr dann da zugewiesen bekommt, eure Stücke sicher abrufen könnt und dass ihr einfach schon was von der verschiedenen Stilistik gehört habt. Nochmal kurz zur Vorstellung für euch. Ihr kommt dahin und gebt dann praktisch der Band euer Sheet, eure Stücke, eure Vorbereiteten und die rufen das dann einfach ab und werden euch begleiten in dem Fall. Zum Schluss kann es euch noch passieren, dass ihr a cappella was singen müsst. Das war in meinem Fall, ich glaube, ein Volkslied. Also es geht einfach darum, dass ihr wirklich, ja, dass ihr nochmal a cappella singt, dass man eure Stimme einfach so hört, ohne irgendwie Pipapo dazu, dass ihr auch wissen, dass ihr eine gesunde Stimme habt. Das ist einfach der Sinn dahinter. Nochmal, wie gesagt, für euch, checkt auf den Webseiten, was ist wirklich, wirklich gefragt, auf was müsst ihr euch einstellen, schaut euch Mustertests an, schaut euch die Prüfungsordnungen an, dass ihr wirklich safe seid und wirklich auf jede Hochschule individuell gut vorbereitet seid, aber trotzdem, das sind auf jeden Fall die Themenbereiche, auf die ihr euch einstellen müsst und könnt. Wenn ihr also jetzt bestanden habt eure Aufnahmeprüfung, ist es natürlich mega, mega, mega und ihr könnt euch auf ein ja, vierjähriges oder vielleicht sechsjähriges, wenn ihr den Master noch dranhängen wollt, Studium freuen und ich zeige euch jetzt mal ein paar Themenbereiche, ein paar Kategorien, die in diesem Hochschulstudium auf jeden Fall vorkommen. In der Kategorie Hauptfach kann natürlich oder wird natürlich euer Hauptfach komplett auseinandergenommen. Das heißt, ihr beschäftigt euch mit Themen wie Stimmphysiologie, Stimmanatomie, also diese ganze Technik wird natürlich komplett auseinandergenommen der Stimme und natürlich das Hauptfach heißt auch, ihr werdet ganz viel über Stilistik lernen, heißt eben in meinem Fall Jazz war ganz viel, ja was ist überhaupt Jazz, wie swingt man überhaupt, wie singt man in Bossa, wie kann ich natürlich auch improvisieren im Jazz, ein Riesenthema, Skatgesang, all das werdet ihr auf jeden Fall im Hauptfach auseinandernehmen. Zusätzlich kommt noch die Chorrepetition dazu, das heißt, ihr habt da einen Lehrer, der euch begleitet, einen Dozent, der euch bei den verschiedenen Stücken, die ihr im Hauptfach machen werdet, begleitet und das mit euch nochmal übt, also performancetechnisch und einfach, ja, dass das Ganze sicherer wird. Und es kann euch vielleicht auch passieren, dass ihr Sprachen kennenlernt. Ich habe da noch Portugiesisch gehabt. Im zweiten Jahr. Das ist einfach wahnsinnig wichtig auch gewesen, weil ja viele Jazz-Standards auch auf Portugiesisch gesungen werden. Das heißt, so ein gewisses Grundverständnis für die Sprache muss da sein. Und auch Englisch hatten wir ebenfalls im Hauptfach. In der Kategorie Musikpraxis kommt natürlich sowas wie verschiedene Kombos ausprobieren. Das kann sowas heißen wie, dass sich eben Bands finden in einer Pop-Kombo, im Bereich Fusion, im Bereich Funk. Oder natürlich auch Big Band, ihr werdet dort in einer Big Band singen und dann da auch diese Luft mal ein bisschen schnuppern, was heißt es wirklich mit der Big Band zu spielen. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr eben diese verschiedenen Kombos kennenlernt, wie einfach so eine Bandarbeit funktioniert, wie es intern in der Band funktioniert, wie ist die Sprache mit den Musikern, da wird ja eine gewisse Sprache gesprochen. Also Kombos sind auch ein ganz, ganz großes Ding im Musikstudium. Thema kann auch sein in euren 4 oder 6 Jahren natürlich Musikpraxis. Das heißt sowas wie, ihr geht dann sicher um irgendwann mit Notationsprogrammen wie Sibelius, Finale, das wird total auseinandergenommen, diese Notenprogramme. Natürlich auch Musikproduktion, ein großes Thema, wenn ihr euch dafür interessiert, was ihr belegen müsst. Und sowas wie Arrangement ist auch ein ganz großes Topic. Heißt, ihr lernt dort zu arrangieren für vielleicht sogar eine Big Band, für eben Band allgemein arrangieren. Ja, das ist ein großes, großes Feld und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Dann natürlich die Musiktheorie ist ein Riesenfeld. Heißt, mit Rhythmik, mit Gehörbildung, mit allgemeine Musiklehre, Harmonielehre. Also ihr lernt einfach alles, was das Handwerk eines Musikers ist. Was heißt es,
wirklich einen Jazz-Standard oder ein Popstück zu beherrschen in den Harmoniefolgen, die Akkordfolgen sind ja nach bestimmten Schematas auch oft aufgebaut. Es wird einfach alles echt komplett auseinandergenommen in diesen Bereichen Gehörbildung, Rhythmik, Harmonielehre. Und wie gesagt, ich habe ja künstlerisch-pädagogisch studiert, auch das ist möglich und dann ist die Pädagogik natürlich auch ein riesiges Feld. Also ihr habt dann da wirklich Methodik, Didaktik, ihr lernt, wie es geht zu unterrichten, wie ihr einem Schüler gegenüber tretet. Ihr habt auch Unterrichtspraktikas, also es ist wirklich, dieser Pädagogikbereich ist wirklich ein ganz, ganz großer, solltet ihr euch entscheiden, dass ihr künstlerisch-pädagogisch studieren wollt. Und zum Schluss natürlich nicht zu vergessen, eure Bachelorarbeit am Ende des Studiums oder dann auch Masterarbeit, je nachdem. Das war natürlich auch dann im Abschlussjahr ein großes, großes Thema und darauf dürft ihr euch schon freuen. Ihr habt dann natürlich auch nach 2 Jahren eine Zwischenprüfung. In der Zwischenprüfung müsst ihr dann natürlich vorsingen in eurem Hauptfach, verschiedene Standards schon abrufbar bereit haben, auswendig können, Standards im Pop- und Jazzbereich natürlich und natürlich auch die Bereiche wie Rhythmik, Harmonielehre, allgemeine Musiktheorie, da sind auch natürlich Sachen in der Zwischenprüfung gefordert. Und natürlich auch die Abschlussprüfung. In meinem Fall Jazzgesang musste ich dann wirklich 40 Standards aus den verschiedenen Richtungen, also aus der verschiedenen Stilistik parat haben, auswendig können. Da wurde dann ein Stück gecallt oder mehrere Stücke gecallt und dann musste ich die vorsingen in der Abschlussprüfung. Und dann habt ihr natürlich auch noch ein ganz, ganz geiles, großes Konzert am Schluss eures Studiums. Das war einfach ein ganz, ganz geiles Erlebnis und wunderschön, dieses Abschlusskonzert. Und natürlich auch, wie immer, Rhythmik, Harmonielehre, den ganzen Kram habt ihr auch in der Abschlussprüfung dann. Hier also jetzt meine Tipps für euch, wenn ihr an einer Hochschule für Musik studieren wollt, wenn ihr davor steht, vor dieser Entscheidung, das wirklich zu machen und dann auch im Studium seid. Tipp Nummer 1. Macht wirklich so viele Aufnahmeprüfungen, wie es nur geht, mit. Die Hochschulen achten auch darauf, dass sie nicht alle ihre Prüfungen an dem gleichen Tag legen. Die meisten finden zwischen Mai und Juni statt und das sind wirklich die Tage oft auch so geteilt, dass ihr wirklich auch viel mitmachen könnt. Beschränkt euch nicht nur auf eine Stadt. Im Idealfall ist es so, dass ihr dann am Schluss wählen könnt und die Qual der Wahl habt, auf welche Hochschule ihr dann am liebsten wollt. Und vor allem ist es auch super, wenn ihr immer wieder dieses Programm, was ihr vorbereitet habt für euer Hauptfach, dass ihr das immer wieder abruft und dann einfach kontinuierlich von selbst besser werdet, weil ihr ja immer wieder das Gleiche bei den Prüfungen gemacht habt. Tipp Nummer 2. Gerade auch dann wichtig, wenn ihr keine Berufsfachschule für Musik habt oder gemacht habt. Geht wirklich vorher in den Unterricht. Sucht euch Leute, die in den Fächern Rhythmik, Theorie, allgemeine Musiklehre, die da wirklich fit sind, die euch top drauf vorbereiten auf diese Themenbereiche. Weil oft ist es so, dass es im Selbststudium gar nicht so einfach ist und man ja mit Hilfe einfach noch besser und noch sicherer wird. Deswegen holt euch Lehrer vorab, die euch auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Tipp Nummer 3. Geht vorher zu den Dozenten, die an den jeweiligen Hochschulen unterrichten und nehmt da privaten Unterricht. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig und so ein kleiner Insider-Tipp, weil es ist was anderes, wenn ihr in eine Aufnahmeprüfung reingeht und euch die Dozentin schon kennt, der Dozent euch schon kennt. Das ist einfach so ein kleines Boni, glaube ich, den ihr da habt. Und klar, es kostet dann auch was, der private Unterricht. Das zeigt einfach, der oder diejenige nimmt das Ganze wirklich ernst und der will wirklich hier an dieser Hochschule bestehen. Also holt euch vorab die Dozenten und nehmt da privaten Unterricht. Tipp Nummer 4 ist dann wichtig, wenn ihr jetzt schon an einer Hochschule studiert, knüpft Kontakte und spielt so viel wie nur geht.
Heißt, geht auf Konzerte, geht auf Veranstaltungen, all das, was mit der Hochschule zu tun hat, saugt es förmlich auf und seid immer im Kontakt mit den ganzen Leuten, mit euren Kommilitonen und ja, macht da ganz viel einfach. Seid immer, ich nenne es mal in dieser Hochschulblase, seid da wirklich aktiv und besucht ganz viele Veranstaltungen. Das ist super, super wichtig, um im Nachhinein Kontakte zu knüpfen, um aber auch während des Studiums einfach immer wieder in Berührung mit den Leuten, mit der Musik, die ihr dort lernt, macht, in Berührung zu sein. Tipp Nummer 5, üben, üben, üben. Ja, ich habe selbst viel, viel, viel zu wenig geübt, leider. Übt wirklich, wirklich viel. Nehmt euch einfach diese Zeit, die ihr da habt, diese 4 Jahre, die sind so kostbar und so toll, dass ihr da ständig mit Leuten zusammen seid, die alle das Gleiche machen wollen, also alle Mucke machen wollen. Und deswegen, ja, übt da auch einfach wahnsinnig viel, dass ihr einfach besser werdet und euch voll und ganz darauf konzentriert, was da jetzt aktuell wichtig ist. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit meinem Thema heute. Studieren an einer Hochschule für Musik. Vielleicht konnte ich euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen, ob es das Richtige ist, Jazz, Rock, Pop, Gesang studieren zu wollen an einer Hochschule. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich auch ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald!